Kein Tier ist dem Menschen so ähnlich wie der Orang-Utan. Doch auf Sumatra ist ihre Art von der Ausrottung bedroht. Für die Menschenaffen hat der Kampf ums Überleben begonnen. Sie sind so kitzlig, sie können sich kaum noch zusammenreißen. Ihre Heimat auf Indonesiens größter Insel ist in Gefahr. Wo einmal Regenwald war, erstrecken sich endlose Palmölplantagen. Sie nehmen den Tieren den Platz zum Leben. Eine Gruppe mutiger Tierschützer kämpft für die Orang-Utans. Ihr Gegner, die mächtige Palmölindustrie. Das Pflanzenöl ist fast überall, in Lebensmitteln, Waschpulver oder Kosmetik. Die Verlierer des Palmölbooms sind die Orang-Utans. Raoul muss sich erst einmal an seine neue Heimat gewöhnen. Seit ein paar Tagen lebt der kleine Affe in der Orang-Utan-Auffangstation von Ian Singleton. Sein Team hatte einen Tipp bekommen und das Tier befreit. Ein Jahr lang wurde das Affenbaby illegal als Haustier gehalten. Tierärztin Jeni untersucht ihn zum ersten Mal. Sie will sichergehen, dass Raoul bis auf äußere Verletzungen gesund ist. Sein Zustand ist nicht so gut. Er hat mehrere Wunden an den Beinen. Dazu kommt eine Hautinfektion. Und die Haut ist sehr trocken. Man sieht, dass er falsch ernährt wurde. Selbst wenn er genug Fressen bekommen hat, das war nicht ausgewogen. Ian Singleton hat die Station vor 11 Jahren aufgebaut. Sein Ziel, so viele Affen wie möglich zu retten, um sie später auszuwildern. Raoul bleibt erstmal in Quarantäne. Er muss auf Tuberkulose und Hepatitis untersucht werden. Zu groß die Gefahr, dass er sich in Gefangenschaft infiziert hat. In Indonesien zählen vor allem Status und Ansehen. Wenn du eine bedrohte Tierart wie den Orang-Utan als Haustier hältst, dann zeigst du damit, dass du über dem Gesetz stehst. Das ist einfach nur verrückt und zeugt von einer solchen Arroganz. Mit einem Röntgenbild prüfen die Tierschützer, ob auf den Affen geschossen wurde. Raoul bekommt jetzt seine eigene Akte mit Fotos vom Gebiss, einer DNA-Probe und Fingerabdrücken. Es sei fast immer dieselbe Geschichte, erzählt uns Tierärztin Jeni. Wenn der Regenwald gerodet wird, beginnt die Jagd auf die Orang-Utans. Die Orang-Utan-Mutter verteidigt ihr Baby mit dem Leben. Es ist so gut wie unmöglich, eine Mutter von ihrem Baby zu trennen. Das bedeutet, jedes Baby, das wir finden, steht für eine Mutter, die von Menschen getötet wurde. Damit Raoul später auch in Freiheit schnell wiedererkannt werden kann, bekommt er eine Tätowierung. Er ist die Nummer 241, die Ian und seine Mitarbeiter retten konnten. Er gehört zu den wenigen Überlebenden. Wenn der Regenwald gerodet wird, werden die Orang-Utans getötet oder sie sterben an Unterernährung. Die wenigen, die das überleben, enden als illegale Haustiere. Für Raoul beginnt nun der lange Weg zurück in die Freiheit. Das war einmal Raouls Heimat. Tripa, eine der letzten Torfsumpfwälder Sumatras. Das sensible Ökosystem steht in Flammen. Hunderte Brände hat es allein in diesem Jahr gegeben. Riesige Flächen Regenwald zerstört. Und das offenbar mutwillig. Illegale Brandrodungen sollen Platz schaffen für gewinnbringende Palmölplantagen. Zusammen mit dem Naturschützer Anto fahren wir in das betroffene Gebiet. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn wir müssen dabei mehrere Palmölplantagen durchqueren.
und Journalisten sind hier nicht willkommen. Anto weiß, wie man unauffällig in das Gebiet kommt. Seit mehr als 3 Jahren dokumentiert er das Ausmaß der Zerstörung. Vor ein paar Monaten hat das alles hier gebrannt. Überall war Qualm. Kurz davor haben sie die Bäume gefällt. Anto zeigt uns, was die Brandstifter zurückgelassen haben. Ein paar Benzinkanister und eine einfache Hütte. Bevor die alles abbrennen, schaffen sie ihre großen Maschinen von hier weg. Ich weiß zwar nicht, wer das war, aber die haben ihren Job erledigt und das Zelt so zurückgelassen. Für das Klima sind die Brandrodungen eine Katastrophe. Torfsumpfwälder sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Werden sie abgebrannt, beschleunigt das den Treibhauseffekt. Ein Grund, warum Indonesien weltweit der drittgrößte Klimasünder ist. Auch Ian Singleton ist nach Tripa gekommen, um sich ein Bild von der Zerstörung zu machen. Von einst 60.000 Hektar Regenwald sind mehr als 3/4 bereits zerstört. Es geht hier nicht nur um den Orang-Utan, es geht um Klimawandel. Der Torfboden ist so tief und speichert so viel Kohlenstoff, dass dieses Land als Regenwald viel wertvoller ist. Hier eine Palmölplantage zu errichten, macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Vor 20 Jahren lebten hier in der Region noch mehr als 2000 Orang-Utans, die weltweit dichteste Population. Jetzt, so schätzt Ian Singleton, sind es vielleicht noch 200. Orang-Utans reagieren sehr sensibel auf Veränderung. Wenn man ihnen die großen Bäume nimmt, geht die Population deutlich runter. Wenn der Wald verschwindet, können sie nicht überleben. Sie müssen weg oder sie sterben. Palmöl-Monokulturen bestimmen nun die Landschaft. Nicht nur auf Sumatra, ganz Indonesien ist im Palmölfieber. Die Anbaufläche mehr als 8 Millionen Hektar. Und es sollen immer mehr werden. Dieser staatliche Palmölbetrieb gehört zu einem der größten des Landes. Eka Priari hat hier das Sagen. Er ist einer der wenigen, der uns auf seiner Plantage drehen lässt. Sumatra eignet sich hervorragend für Palmölplantagen. Tagsüber ist es trocken, nachts regnet es. Das sind ideale Bedingungen für Palmöl. Die Produktivität auf Sumatra ist viel höher als auf anderen Inseln in Indonesien. Mehr und mehr Menschen sind abhängig vom Erfolg der Industrie. Einer von ihnen ist John Sipayung. So wie er arbeiten fast 2 Millionen auf den Plantagen und in den Fabriken. Wenn es gut läuft, schlägt er bis zu 300 Früchte von den Palmen. Der Job, Knochenarbeit. Eine Frucht bringt es im Schnitt auf 17 Kilogramm Gewicht. Als ich noch auf der Kakaoplantage gearbeitet habe, war die Arbeit einfach, aber nicht gut bezahlt. Auf den Palmölplantagen müssen wir härter arbeiten, doch der Verdienst ist besser. Wie könnte ich sonst meine beiden Kinder zur Schule schicken? Doch dafür schuftet er auch im Akkord. Knapp 100 Euro beträgt sein Grundgehalt im Monat. Um mehr zu verdienen, müssen alle mit anpacken. Frau und Tochter sammeln die einzelnen Samen auf. Und sein Sohn hilft dabei, die Früchte zur Straße zu schleppen. Auch er wird eines Tages wie sein Vater Palmfrüchte ernten. Einen besseren Job wird er trotz Schulausbildung kaum finden. Nur ein paar Kilometer weiter werden die Früchte verarbeitet. Diese Fabrik läuft Tag und Nacht. Kein Land der Welt produziert mehr Palmöl als Indonesien. 23 Millionen Tonnen allein in diesem Jahr. Die Pasar.
Ob in Deutschland, Europa, Indien oder China, wir können die Nachfrage befriedigen. Überhaupt kein Problem. Die Herstellung ist einfach, die Kosten gering und wir können das ganze Jahr produzieren. Die Palmfrüchte werden in riesigen Behältern gedünstet und dann ausgepresst. Palmöl ist ein billiges Pflanzenfett. Es steckt in Backwaren, Süßigkeiten, Shampoos und Putzmitteln. Und auch im deutschen Biokraftstoff findet sich das Palmöl aus Indonesien. Orang-Utans stehen diesem Boom im Wege. Ian Singleton zeigt uns Tiere in der Auffangstation, die mit dem Leben davongekommen sind. Dieses Männchen kam einer Plantage zu nahe. Über 60 Mal wurde auf das Tier geschossen. Die Orang-Utans, die hierher kommen, sind richtige Kämpfer, die sich nicht so einfach töten lassen. Der Orang-Utan ist blind. 48 Kugeln stecken noch immer in seinem Körper. Er wird für immer auf fremde Hilfe angewiesen sein. Wenn sie kein Futter mehr finden können, fressen sie die Früchte auf den Palmölplantagen. Dann kommen die Farmer und knallen sie ab. Oder sie kriegen sie irgendwie anders, mit Stöcken und Steinen. Sie prügeln diese Tiere wirklich zu Tode. Getötete Muttertiere, verkaufte Affenbabys. Wir haben einen Tipp bekommen und machen uns auf Spurensuche. 4 Autostunden entfernt soll ein Orang-Utan seit Jahren illegal als Haustier gehalten werden. Dabei ist das Fangen, Handeln und Halten von Orang-Utans verboten. Auch Indonesien hat strenge Gesetze, doch die Besitzer werden fast nie angeklagt. Seit 8 Jahren lebt dieser Affe in einem rostigen Käfig, auf nicht einmal 2 Quadratmetern. Beim Besitzer keinerlei Unrechtsbewusstsein. Im Gegenteil, stolz präsentiert er uns sein Haustier. Hey Moni, los, zeig mir deine beiden Hände. Nur wenn der Orang-Utan beide Hände raushält, bekommt er sein Futter. Dressiert zur Freude der Nachbarn. Das Tier war gerade ein paar Monate alt, als es auf dem Schwarzmarkt verkauft wurde. Nun ist es abhängig von den Launen seiner Besitzer. Wenn er morgens aufgewacht ist, hat er immer an meine Tür geklopft. Dann wollte er mit mir ins Badezimmer. Er hat damals bei uns im Haus gelebt. Wir haben ihm sogar ein Bett gebaut, ihm Kleider angezogen. Jetzt will er das alles nicht mehr. Endstation hinter Gittern. Schläge auf die Hand sind da noch das Harmloseste. Sich an die Gesetze halten, für den Besitzer scheint das zweitrangig. Wir können es kaum glauben. Dieser Mann ist von Beruf Polizist. Natürlich kenne ich und verstehe ich das Gesetz. Ich bin ja Polizist. Aber ich sehe das so. Ich tue dem Tier nichts Schlimmes an. Ich denke, die Menschen sehen, wie sehr ich auf ihn achte. Am Ende zeigen sie uns noch einmal, was sie dem Orang-Utan beigebracht haben. Nur ein Leben in Freiheit, das bleibt ihm wohl für immer verwehrt. Zurück in der Orang-Utan-Station. Auch diese Affenbabys wurden als Haustiere gehalten. Doch sie hatten Glück und konnten rechtzeitig befreit werden. Jetzt müssen ihnen Menschen beibringen, was es heißt, ein wilder Orang-Utan zu sein. Heute steht Klettertraining auf dem Programm. Dieses junge Männchen klammert sich zum ersten Mal an einen Baum. Zur Sicherheit hat er seinen eigenen Babysitter, der immer in der Nähe bleibt. The first time, sometimes am Anfang sind sie unsicher und haben sehr viel Angst.
Die Orang-Utans brauchen Zeit, um sich wieder in den Bäumen zurechtzufinden. Wir müssen sehr viel Geduld haben. Auf Bäumen leben, Nester bauen, all das lernen Orang-Utans eigentlich von ihrer Mutter. Doch jetzt sind sie auf sich gestellt, müssen voneinander lernen. Es sind die ersten Gehversuche. Hier in den Baumspitzen muss sich nun zeigen, ob die Tiere es eines Tages auch allein schaffen, im Urwald zu überleben. Ich muss vor allem aufpassen, dass die Äste stark genug sind und die Orang-Utans nicht runterfallen. Deswegen bleibe ich immer in ihrer Nähe. Einmal ist ein Orang-Utan höher als ich geklettert. Und dann hat er sein Geschäft erledigt, direkt über mir. Das ist dann alles auf meinem Kopf gelandet. Nach dem Training gibt es für die Kleinsten Milch aus der Flasche. Für Tierärztin Jeni eine tägliche Gratwanderung. Einerseits muss sie die Tiere wieder aufpäppeln, doch gleichzeitig muss sie darauf achten, dass die sich nicht zu sehr an sie gewöhnen. Ich bin eine Frau, natürlich habe ich starke Muttergefühle. Aber für mich ist klar, das ist ein Orang-Utan, ich bin ein Mensch. Das ist was anderes. Hi, guys. Hi, wie geht's? Der kleine Raoul ist inzwischen seit 3 Monaten in der Auffangstation. Er ist gesund, die Zeit in der Quarantäne vorbei. Hi, Raoul. How are you? Hi, Raoul. Du siehst müde aus. You look tired, actually. Im großen Käfig trifft er zum ersten Mal wieder auf seine Artgenossen. Ein weiterer Schritt Richtung Freiheit. Und vor allem ein knallhartes Überlebenstraining. Sie müssen lernen, sich durchzusetzen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir sie füttern, müssen sie nach dem greifen, was sie wollen, und es dann verteidigen. Wenn sie zu ängstlich sind, klaut ein anderer ihr Futter. Eigentlich geht es darum, die ganze Zeit nur an sich zu denken. Ian Singleton hat sein Leben den Orang-Utans gewidmet. Zuerst als Tierpfleger. Dann Mitte der 90er kommt er nach Sumatra und erforscht den Lebensraum der Orang-Utans für seine Doktorarbeit. Die Bedrohung ihrer letzten Rückzugsgebiete, für ihn der Grund zu bleiben. Zurückzugehen und Tierpfleger zu sein, das hätte mich frustriert. Um die Orang-Utans vor dem Aussterben zu schützen, musst du hier vor Ort sein. Es geht darum, den Regenwald als ihren natürlichen Lebensraum zu bewahren. Wir fliegen noch einmal mit den Tierschützern nach Tripa. Palmölplantagen, soweit das Auge reicht. Wenn die Zerstörung des Regenwaldes in diesem Tempo weitergeht, könnten bis 2020 die letzten natürlichen Lebensräume der Orang-Utans verschwunden sein. Lagebesprechung. Schon wieder hat es neue Brände gegeben. Das Gebiet in Tripa ist unter Kontrolle von 5 Palmölkonzernen. Für die illegalen Brandrodungen wurde bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen. Was die Umweltaktivisten besonders aufregt, die Gesetze zum Schutz der Regenwälder sind da, doch sie werden oft einfach ignoriert. Das Problem ist, dass das Gesetz nicht für alle gilt. Wenn eine alte Frau ein paar Palmölsamen klaut, kann sie für 5 Monate oder gar für 5 Jahre im Gefängnis landen. Auf der anderen Seite müssen Palmölkonzerne kaum etwas befürchten, wenn sie Gesetze brechen und die Umwelt zerstören. Die Unternehmen wollen kritische Berichterstattung verhindern und lassen ihre Plantagen mittlerweile streng bewachen. Während des Freitaggebets, als die meisten Arbeiter in der Moschee sind, bietet sich uns eine Möglichkeit, in das betroffene Gebiet zu kommen. Das Gelände hier steht eigentlich unter Naturschutz. Trotzdem ist der Regenwald verschwunden. Dabei hat sich die indonesische Regierung dem Umweltschutz verschrieben. Seit 2011 gilt hier ein Abholzungsstopp. Dass die Behörden dennoch eine Genehmigung für eine weitere Plantage erteilt haben, für die Naturschützer ein Skandal. Und schon ein Jahr vorher wurden hier die Bäume gefällt und Kanäle angelegt.
Es gibt da ein Sprichwort in Indonesien, das Gesetz der vollendeten Tatsache. Wenn du bereits etwas gebaut oder zerstört hast, dann bekommst du auch die Genehmigung dafür. Es ist nur eine Frage des Preises und wen du dafür bezahlen musst. Der Schaden ist angerichtet, die ersten Palmen bereits gepflanzt. Doch Ian und sein Team geben nicht auf. Ihre Waffen sind Fotos, Satellitenbilder, eine detaillierte Dokumentation der Zerstörung. Damit konnten sie belegen, dass die umstrittene Genehmigung rechtswidrig vergeben wurde. Erst nach monatelangem juristischen Tauziehen und öffentlichem Druck wurde die Lizenz für ungültig erklärt. Ein erster kleiner Erfolg gegen die Palmölindustrie. Vor 20 Jahren hätten sie das einfach bestritten. Und niemand hätte beweisen können, dass sie lügen. Aber heute können wir mit Satelliten genau beobachten, was auf diesem Stück Land passiert. Wenn es brennt, habe ich am nächsten Morgen eine E-Mail. Wir können die Grenzen der Plantage nachmessen und sehen, ob sie außerhalb dieser Grenzen gerodet haben. Es wird Zeit, dass sie aufwachen und begreifen, dass heute jeder sehen kann, was sie hier anrichten. Doch zu einem Interview ist keiner der Plantagenbetreiber in Tripa bereit. Stattdessen treffen wir Rustam Hunin vom Verband der Palmölindustrie. Ob das Palmöl von hier auch nach Deutschland geht, wollen wir wissen. Natürlich, wir haben überall Wachstum. In Europa, in den USA, in Asien. Doch von einer Verantwortung für illegale Brandrodungen will er nichts wissen. Im Gegenteil. Ich frage mich, wie viele Orang-Utans wir hier denn haben müssen. Man muss das doch auch im Vergleich zum Bevölkerungswachstum sehen. Ich denke, da ist immer noch genug Platz für die Orang-Utans. Allein im Norden von Sumatra gibt es doch noch 3 Millionen Hektar Wald. Das muss ja wohl reichen. Doch der Wald in Nord-Sumatra ist hunderte Kilometer entfernt und der Lebensraum von der Palmölindustrie zerstört. Jetzt haben die Orang-Utans nur noch eine Chance, Auswilderung in unberührtes Gebiet. Das wird richtig schön, wenn du erst mal da bist. Da ist dann ein echter Dschungel. Wenn sie dann unterwegs sind, sieht man, wie die Augen immer größer werden. Ich bin mir sicher, dass ihnen die Gerüche und Geräusche noch irgendwie bekannt vorkommen. Das ist eine große Veränderung für sie, aber eine sehr gute. Für den kleinen Raoul ist es noch zu früh für eine Auswilderung. Doch für 3 andere Orang-Utans geht es heute zurück in den Dschungel. Nur nicht ganz so schnell. 1 Jahr haben sie in der Auffangstation gelebt. Jetzt liegt noch eine lange und anstrengende Reise vor ihnen. Meistens ist es doch einfacher, das Tier kurz zu betäuben. Sie dachten wohl, dass sie sich festklammert. Ein kleiner Metallcontainer, ausgelegt mit Stroh und Blättern. Darin werden sie die nächsten Stunden verbringen. Bei den anderen beiden Orang-Utans geht das Team auf Nummer sicher. Eine leichte Betäubung setzt die Tiere für eine halbe Stunde außer Gefecht. Ein letztes Mal wird das Gewicht kontrolliert. Außerdem wird nun ein kleiner Chip aktiviert, der den Orang-Utans vor kurzem eingesetzt wurde. Damit lassen sie sich über Strecken von bis zu 1 Kilometer orten. Doch selbst mit leichter Betäubung ist den Tieren die Kiste nicht ganz geheuer. Auch wenn es etwas brutal wirke, versichert uns Ian Singleton, die Reise mache den Orang-Utans nicht viel aus. Orang-Utans sind relativ entspannt beim Reisen. Ein junger Gorilla oder Schimpanse in einer solchen Kiste würde durchdrehen und keine Ruhe geben. Orang-Utans dagegen versuchen, sich den Umständen anzupassen und sich zu entspannen. Zwölf Stunden für 700 Kilometer Strecke. Wir fahren immer Richtung Norden. Hierher, an die Nordspitze Sumatras, ist die Palmölindustrie noch nicht vorgedrungen.
Das neue Zuhause, Chanto, ein dichter Tieflandregenwald mit hohen Bäumen. Ideale Bedingungen für einen Neuanfang. Der Wald auf dieser Seite des Flusses, er soll ihr neues Zuhause werden. Bisher hat es hier keine Orang-Utans gegeben. Der Dschungel zum Greifen nah. Doch ein letztes Mal müssen die Orang-Utans in einen Käfig. Hier sollen sie sich in den nächsten 2-3 Wochen an die neue Umgebung gewöhnen. Hello, darling. Okay, tutu. Es dauert nicht lange, bis der erste neugierige Zuschauer kommt. Ein Orang-Utan, den die Tierschützer vor 6 Wochen ausgesetzt haben. Ihm fehlt ein halber Arm. Die Nerven waren abgetrennt und wir mussten vom Ellbogen ab amputieren. Aber das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Er macht sich sehr gut. Und er ist das größte Männchen hier. Alle jungen Weibchen lieben ihn. Neunundzwanzig Tiere haben hier in den vergangenen Monaten eine neue Heimat gefunden. Ein Abschied für immer, das ist ein Erfolg für Ian Singleton und sein Team. Sobald du sie oben in den Bäumen siehst und du merkst, dass sie nicht mehr runterkommen wollen und auch nichts mehr von uns Menschen wissen wollen, das ist der Moment, wo du wirklich das Gefühl hast, etwas erreicht zu haben. Das ist einfach fantastisch. Ian Singleton hat ein ehrgeiziges Ziel. Hier im Norden von Sumatra will er eine komplett neue Orang-Utan-Population aufbauen. 200 Tiere sollen hier in wenigen Jahren leben. Wenn sich dieser Käfig öffnet, müssen die Orang-Utans das anwenden, was sie in der Auffangstation gelernt haben. Sich ein Nest aus Blättern bauen, selbst nach Futter suchen und sich hoffentlich in ein paar Jahren fortpflanzen. Das sind die wenigen Überlebenden. Ihre Mütter und Väter haben es nicht so weit geschafft. Die meisten von ihnen sind gestorben, als der Regenwald gerodet wurde. Ihre alte Heimat werden sie nie wiedersehen. Sie existiert nicht mehr. Dort wird nun Palmöl für den Weltmarkt produziert. Die Rechnung dafür müssen die Orang-Utans zahlen. Dieser Dschungel ist deshalb vielleicht ihre letzte Überlebenschance im Kampf gegen die Palmölindustrie.